Jenny Elvers meldet sich nach ihrer Alkoholfahrt mit einem Update auf Instagram. Die TV-Berühmtheit wurde vor kurzem von Polizeibeamten erwischt, nachdem sie ihr Auto mit 1,7 Promille im Blut auffällig nahe an einer Autobahnabfahrt abgestellt hatte. Was für zahllose Promis nur eine Negativschlagzeile zur Folge hätte, ist für Elvers jedoch bekanntlich ein größeres Thema, denn das Model war lange Zeit alkoholabhängig. Ihre Sucht machte die 51-Jährige erstmals im Zuge eines fragwürdigen TV-Auftrittes im Jahr 2012 öffentlich, in dem sie offensichtlich betrunken vor die Kameras getreten war. Seitdem hatte sich Elvers in Entzug begeben und galt als trocken. Bereits kurz nach der Alkoholfahrt hatte die Mutter eines Sohnes bekannt gegeben, dass sie aufgrund einer depressiven Phase einen Rückfall erlitten habe. Nun meldete sich Elvers auf Instagram bei ihren besorgten Fans. So, ihr Lieben, jetzt wollte ich doch mal ein Lebenszeichen von mir geben. Ja, wie ihr seht, ich bin nicht in irgendeiner Art und Weise wie weggesperrt oder sonst was. Ich werde zum gegebenen Zeitpunkt auch mal ein paar Sachen gerade stellen. Auf meine Art und Weise. Aber ich wollte mich vor allen Dingen jetzt erstmal wirklich bedanken. Ich sehe euch, ich höre euch. Ich sehe so viele sehr, sehr entzückende, zauberhafte Nachrichten. Und von Herzen danke. Und die anderen sich auch. Aber die blende ich aus. Euch einen schönen Tag.